alter Räuber. Ja, ja. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich stehe hier bei einem ganz besonderen Pferd. Ihr habt ihn sicherlich schon erkannt. Das ist natürlich Don Vato Tasso, Deutschlands vierbeiniger Superstar. Der soll am Sonntag in Baden-Baden den großen Preis gewinnen und den Titel dort verteidigen und danach, wenn möglich, das gleiche auch bei Bride Lac de Triomphe, denn den hat er letztes Jahr so sensationell gewonnen. Ach, ist da noch jemand müde? Du bist einer derjenigen, der ihn wirklich am besten kennt. Beschreib ihn mal. Er hat sehr starken Charakter. Er ist auch gleich zweijährig aufgefallen. Ein bisschen spezieller. Das gehört dazu, ja? Ja. Normal kann jeder. Ja, so geht das Training erstmal los. Die waren schon in der Führmaschine, einige davon. Und jetzt wird erstmal im Schritt geguckt, ob alles in Ordnung ist auch. Richtig. Ne? Und ein bisschen allererstes Aufwärmen. Da haben wir Torquato Tasso und dann noch ein Superstar. Einen großen Sieger in Amerika, Loft. Genau. Ja, schon ein tolles Lot, ne? Auf jeden Fall. Schön, so eine Pferde haben zu dürfen und trainieren zu dürfen. Das macht Freude. Jetzt geht's raus zum Trabring. Ja. Alles im guten Bereich. Also, du kennst ihn so gut. Dann weißt du, dass jeden Mucks, den er macht, du kennst ihn in- und auswendig. Ja. Er hat eigentlich im Grundtraining noch nie, außer zweijährig, aber ab dreijährig nie eine schlechte Trainingseinheit hingelegt. Kenne ich gar nicht von ihm. Der hat da richtig Bock drauf, ne? Ja. Also wenn es rausgeht, das merkt man, dass er da Lust zu hat. Er ist als Rennpferd geboren und hat das Herz am richtigen Fleck und das zeigt er eigentlich bei jedem Start, außer seinem ersten Jahresstart.